Wisst ihr, ich hatte jetzt meine Semesterferien gehabt, hab den ganzen Tag nur Chili-Milli gemacht. Hä, warum da keine Videos? Okay, das ist ein anderes Thema. Wurde auf Arbeit geknechtet. Los, arbeite, du Sklave. Wie geil ist das denn? Nicht mehr für Mindestlohn. Ich muss mal wieder in die Uni. Also, ich musste schmackofatz wieder Zug fahren. Ich hab's ehrlich gesagt null vermisst. Die ganzen Asozialen, die ganzen Behinderten, okay, diesmal nicht, aber Schulklassen, Ausländer, ach, die ganze gesellschaftliche Elite durfte ich mal wieder begutachten. Und naja, so ging meine Erfahrung mit der Deutschen Bahn halt los. Ich stand in dem Bahnhof, hab mich gefragt, was passiert, wenn du jetzt ins Gleis fällst. Petra, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Hilf mir bitte. Hilf mir. Der Zug kommt. Da wollte eine Assi-Familie wirklich wie aus dem Bilderbuch einfach nach Hause fahren. Wie könnt ihr euch die vorstellen? Sie, schön Leggings, fett, bunte Haare, auf netto gestylt und der Typ, ja, der war halt so ein ziemlicher Cracky gewesen und er war ziemlich besoffen. Ich stand da so am Bahnhof und sie so, meine Schwester hat mich in den Arsch gefickt. Ja, irgendwie ging es anscheinend um Erbschaft oder so. Und der Typ, der hat irgendwie mit Untertiteln gesprochen. Ich habe nichts verstanden groß. Das Einzige, was ich verstanden habe, war, dass er diese Kiesschotter, also diese Schotterkiste da auseinandergenommen hatte. Und natürlich habe ich auch ein Audio gemacht. Stimmt, die Frau hat ja die ganze Zeit so AIDS im Hals gehabt. Hoffentlich habe ich mich angesteckt und geh drauf. So, und dann, naja, hat sie sich so weiter drüber aufgeregt. Und er hat sich einfach auf die Schotterkiste draufgelegt und hat gepennt, ne? Was gibt's Besseres? Einfach, ich liebe es. Wirklich, ich hasse es. Na gut, da bin ich extra in den anderen Zug eingestiegen, weil ich weiß nicht, zu was ich sowas noch entwickeln kann. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Da saß ich so da, der süße Doggo hat mich so angeschaut. Und ich habe einfach nur die Stille genossen. Und da kommt auf einmal dieser liebliche Duft eines Dönermann. Und ja, da stiegen 6 Syrer ein. Einer fetter als der andere. Dann hat sich so einer neben mich gesetzt, so der fetteste vom fettesten, der 1,5 Sitzplätze braucht. Und hat so die ganze Zeit geröchelt, so. Wie so ein scheiß Wildschwein, also wirklich. Und der ist so gelaufen und hat gefühlt in sich selber gestanden, so fett war. Das ist ja unglaublich. Als ich bei meinem Zielbahnhof dann angekommen bin, da musste ich ja umsteigen 50 Minuten. Geil, geil, geil. Ich muss sagen, es ist immer relativ so erstaunlich, was man so an solchen Bahnhöfen sieht. Man sieht so von der Familie, von der Schulklasse, von irgendwelchen Ökoterroristen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bis zu irgendwelchen Bettlern, die sich so anmotzen. Ey, hast mal eine Euro. Ich habe dann an meinem Bahnhof gewartet und bin in meinen Anschlusszug eingestiegen. Und da habe ich mich da so ins Fahrradabteil gesetzt, weil alles voll war, weil die Deutsche Bahn ist immer schön unpünktlich und schön voll. Und da hat sich so neben mir eine hingesetzt, die sah jetzt nicht mal so schlecht aus. Und naja, da kam der Ticketkontrolleur so, ja, einmal die Fahrausweise bitte. Und ja, die wurde von jedem kontrolliert. Und sie hat dann ihre Karte so hingehalten. Ui, die ist runtergefallen. Naja, da meinte sie zumindest so, warum haben Sie denn die Karte genommen? Und er so, naja, manche reagieren ziemlich krass, wenn ich die Karte in die Hand nehme. Ja, Sie hätten doch die Karte in die Hand nehmen können. Das Einzige, was ich von Ihnen haben will, ist Respekt. Alter, Junge, was ein Ehrenmann, ganz ehrlich, wirklich. Ich muss mir das auch so das Lachen verkneifen, weil, naja, ich würde mal so sagen, sie, die neben mir saß, war anscheinend so eine 10 von 10 äußerlich, aber wie es bei solchen Frauen halt wirklich meistens immer ist, sind sie charakterlich einfach so Mülltonne. Es ist unglaublich. Es ist wie so ein Skilltree, den du skillen kannst. Okay, bei Fetten ist es genauso, aber könnt ihr das nachvollziehen? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Themawechsel. Und da habe ich heute so meine Prüfung fertig geschrieben und wollte ich nach Hause fahren. Bin ich mit dem Kommilitonen mit eingestiegen, haben wir das erzählt, war relativ chillig gewesen. Da bin ich an meinen Zielbahnhof angekommen, ich habe schon eine Stunde vorher gesehen. Geil. Hast schon 5 Minuten Verspätung. Bei dem Bahnhof ist es meistens so, jo, ja, da dauert es halt schon ein bisschen länger. Da habe ich mir gedacht, komm, steigst du um, fährst du über einen anderen Bahnhof. Zug hat 10 Minuten Verspätung gehabt, deshalb habe ich den Anschluss nicht bekommen. Ich habe gedacht, gut, machst du halt über den längeren Weg, der jetzt schon Verspätung hat. Wird ja schon nicht so lange dauern, ne? Ja, falsch gedacht. Ich habe dann so 40 Minuten Umstiegszeit normal gehabt, was schon richtig Abfuck ist. Ja, dann der Deutsche Bahn hat sich gedacht, ja, soll ich den einen Verspätung geben oder den anderen doppelt? Und ja, dann hat sie mir doppelt gegeben und ich durfte extrem lange warten. Also 80 Minuten, 70 Minuten waren das sicherlich gewesen. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mir erstmal eine Portion Nudeln gemacht, weil ich sonst nichts vorhatte, ne? Jo Leute, das war's auch mit dem heutigen Video. Lasst ein Like und einen Kommentar da und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!